Moin zusammen, hi Amigos, ich grüße euch. So, ich habe mich mal ein bisschen hübsch gemacht, ne, für den heutigen Tag. Modest-Thema geschenkt. Baumgart hat auch schon reagiert. Er hat Florian Dietz berufen. Ob er jetzt final im Spieltagskader ist, kann ich so nicht sagen. Viele spricht aber dafür. Heißt dann wohl auch, dass wir Modest nie wieder im FC-Trikot sehen werden. Es wäre auch, glaube ich, nur besser, dass er heute nicht spielt, weil es kann nicht sein, dass 6, 7, 8 Stunden vor Anpfiff diese Informationen rauskommen, dass er uns dann sehr wahrscheinlich verlassen wird, nur wegen Geld, dass er denn heute spielt, weil spielt er schlecht, wird er nur ausgepfiffen. Spielt er generell und trifft, jubelt man ein bisschen oder gar nicht, ich habe keine Ahnung. Also gehen wir davon aus, dass Modest heute nicht spielen wird und dass wir ihn auch nie wieder im Trikot des 1. FC Köln sehen werden. Davon ist eigentlich fest auszugehen. Wie Baumgart jetzt tatsächlich aufstellen wird, ob jetzt neben Adamian Lemperle spielt, was mich wundern würde, weil laut Baumgart ist Lemperle ja kein Startspieler. Es würde mich aber wundern, wenn Dietz direkt anfangen würde neben Adamian, weil warum war Dietz letzte Woche nicht für Lemperle auf der Bank? Keine Ahnung. Das ist dann wieder so, Lemperle ist dann wohl der bessere Einwechselspieler, Dietz wohl der bessere Startspieler, ich habe keine Ahnung. Lass uns mal überraschen, ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass Adamian erstmal im Sturm spielt und dass wir vielleicht mit Doppel-6 spielen werden. Ich glaube, diese Zweierspitze passt wohl nur, wenn du so einen Kaliber Modest hast und jemanden daneben, sei es Adamian, Tigges oder wer auch immer. Ich denke, wir sollten erstmal sicher stehen, gerade jetzt durch diesen ganzen Trubel, zuletzt mit Andersen, jetzt mit Modest, vorher schon mit Modest im Trainingslager. Dieser ganze Hickhack-Scheiß, der nervt eigentlich nur noch. Ich hoffe, dass alle anderen Spieler sich davon nicht beeinflussen lassen, dass sie alle ihre Chance nutzen und sie sagen, okay, ein Stammspieler ist weg. Das heißt halt mehr Spielzeit für mich, vermeintlich, wenn ich Gas gebe. Und ich hoffe, dass ihr anderen Jungs das alle nutzt. Und dann passt das schon. Interessant ist auch, vor kurzem bei Twitter gab es ein Video von Köln, wie so eine Dame da die Spieler gefragt hat, wer denn diese Saison Torschützenkönig wird. Und ich glaube, zwei haben Nkunku gesagt, zwei haben Mané gesagt, einer hat Schick gesagt und alle anderen von Köln haben gesagt Modest. Ja, und jetzt geht Modest zu Dortmund, weil er 2,5 Millionen mehr pro Jahr bekommt. Ja, es bockt einfach nicht. Aber gut, ich bin jetzt positiv gestimmt. Thema Modest ist erledigt. Leute in meinen Videos als Kommentar haben das ja schon verfasst. Es bringt nichts mehr, über Modest zu sprechen. Man kann das kurz anreißen. Aber groß eine Bühne geben sollte man dem jetzt nicht mehr, weil es ist jetzt, wie es ist. Jetzt stellt euch mal vor, der Transfer platzt jetzt auch. Warum auch immer. Was sollen die Mitspieler von ihm halten? Was sollen wir Fans von ihm halten? Das ist eine Toilette, den will doch jetzt keiner mehr. Ja, wie gesagt, es geht jetzt halt um die Ablöse. Sky sagt, oder Doppelpass, und wie sie alle heißen, und Express und 3 bis 4 Millionen. Andere sagen 4 bis 5. Vielleicht gibt es da was mit Boni. Also mindestens 3 sollten wir kriegen. Wenn es 4 werden, bin ich zufrieden. Wenn es 5 werden, wäre es optimal, weil die Scheichs letztes Jahr im Winter haben 5 Millionen geboten. Dann kann Dortmund das gefälligst auch. Und ja, dann soll er an den 6 Millionen ersticken und dann ist das gut. Also jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern im symbolischen Sinne, weil den Tod wünsche ich ihm natürlich nicht. Sportlich bin ich enttäuscht, weil ich viel von ihm halte und ich habe ja auch gesagt, dass ich wieder 20 Tore von ihm erwarte, aber nur, wenn er frei im Kopf ist und mit den Gedanken beim FC. So nicht. Was er jetzt bei den Dortmundern reißen wird, werden wir sehen. Gucken wir uns interessant an und dann sehen wir da weiter. Was uns angeht, Kessler hat ja gesagt vor 2, 3 Wochen, wir kaufen gar keinen mehr, obwohl das ein bisschen ungeil ist, 1,5 Monate vor Transferschluss. Bis zum 31.08. ist das Transferfenster ja noch offen. Vielleicht holen wir intern, national noch jemanden wie Herr Gotter oder doch Tietz, die ja im Raum standen oder auch nicht, wie auch immer. Weil wenn ich mir die Stuttgart angucke, die Luca Pfeiffer von Dänemark mit Mütterland da für 2,8 geholt haben, das steht auch in keinem Verhältnis zu Tigges oder Adamian oder Martel, die wir für 1,5 Millionen bekommen haben. Vielleicht ergibt sich aber auch noch was zum Transferende, wenn die Deadline ist, weil in Frankreich, Holland oder England dann doch noch irgendwie ein Stürmer da nicht spielen wird und der gut genug ist. Andere Mannschaften machen das ja auch, dann holt man ihn per Laie und dann freuen wir uns auch ein drittes Ei und dann passt das schon. Ne? Also ich glaube, dass wir nochmal nachlegen werden und müssen,
Weil Tickets kann frühestens in 2, 3 Wochen vielleicht mal mitspielen, aber heißt ja nicht, dass er gleich funktioniert. Adamian hat auch noch ein paar Anlaufschwierigkeiten und mit Dietz und Lemperle gewinnst du hier keinen Blumenstrauß. So gut man die auch findet und so interessant man die findet, aber das müssen wir ganz ehrlich sagen. Ja, hoffen wir, dass alle anderen Jungs heute einsatzbereit sind, die die spielen können, könnten, außer halt, wie gesagt, Hübers und Uth, die ja fehlen werden. Ich hoffe, dass Chabot und Kilian hinten den Laden dicht halten werden. Ne, vielen graut das, ne, mag ja auch alles sein, weil Chabot zuletzt nicht ganz so gut war. Also in Regensburg zumindest nicht und Kilian noch nicht wirklich Spielpraxis hat. Aber was soll's, da müssen wir jetzt halt durch. Ne? Deswegen wäre eigentlich eine Doppel-Sechs mit Skiri und Martel wesentlich besser, dass die Abwehr ja mehr Ruhe hat. Ne? Aber gut. Ich glaube an die Jungs, die vorne angreifen werden oder dass wir zu Standards, zu Toren kommen, auch wenn Modest fehlen wird. Es wird halt einfach geil, wenn die Schlagzeile heute nach dem Spiel ist, Spieler X von Köln macht Modest vergessen und das wäre einfach das Allergeilste und nehmt mich beim Wort, wenn das heute Abend so kommt. Ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, legt euch in die Sonne, haut euch einen Kuchen rein oder ein Stück vom Kuchen, ne? Tass Kaff, Tee, oder ein Testchen voll mit Brause. Genießt den Tag, ärgert euch nicht zu sehr mit diesem ganzen Hickhack hier und Modest und die Posse. Ja, wer weiß. Am Ende ist Andersen im Spieltagskader und schießt uns zum Sieg heute. Ihr wisst, Fußball macht Fußballsachen. Ne? Ja, gut. Bis später, Männers und Frauen. Tschüss.